Ja, der vierte Kandidat unseres heutigen Abends, der ist ein Beleg dafür, dass der Marburger Science Slam nicht nur ein Magnet für Sie, das Publikum, ist, sondern für Kandidaten selbst. Denn dieser Kandidat besuchte als Zuschauer unseren Science Slam im November 2012. Und im Anschluss war er so begeistert, dass er zu mir kam und sagte, ich möchte bei dem nächsten Science Slam mitmachen. Das hat er dann auch getan im Februar. Da hat er sein Debüt gegeben und da hat er nur knapp die Bronzemedaille im Wettstreit mit 5 sehr erfahrenen Science-Slammern und einem weiteren Neuling verfehlt. Und dann hat er sich auch gleich mit einem neuen Vortrag zum nächsten Slam angemeldet. Geboren wurde er, und das darf ich sagen, ich stamme selbst daher und habe die innerdeutsche doppelte Staatsbürgerschaft im innerdeutschen Ausland, im Ex-Soli-Staat, im Land der Schilddrüsen-Hyperplasien, dem Sitz der Poesie und Eloquenz, dem Land, in dem Bier und Oberts da fließen, in Bayern. Oh. Ja? Um genau zu sein, in Ingolstadt. Ob er sich auf Drängen seiner Eltern, der Vater Arzt, die Mutter Krankenschwester und Betriebswirtin, für das Studium der Medizin und gegen das Schauspielstudium an der Filmhochschule München entschied, bleibt Spekulation. Aber unbestreitbar waren die wenig positiven Auswirkungen auf den Versuch, mit einem Abischnitt von 2,8 einen Medizinstudienplatz zu erlangen. Aber unsere Kandidaten sind pfiffig. Er hat einfach den Umweg gewählt. Er hat 3 Wochen lang das Studium der zulassungsfreien Bioanalytik an der FH Coburg gewählt und konnte sich dann hier in Marburg immatrikulieren für das erste Fachsemester Humanmedizin, wo er seit Oktober 2011 studiert. Er ist mittlerweile im 6. Semester und er fühlt sich in diesem Schmelztiegel der Kulturdiversität, wie er sagt, pudelwohl. Und weil er eben einer Medizinerfamilie entstammte, hatte er schon immer eine gewisse Nähe zu Gesundheitsthemen und vor allen Dingen zu so Themen wie Vorsorgeuntersuchungen und den damit verbundenen Erkrankungen. Und es hat ihn, je bis heute erstaunt es ihn und es erschreckt ihn, dass gerade diese Art von Krebs, über die er uns heute berichten wird, in der Öffentlichkeit trotz sehr großer Bemühungen seitens der Medien und auch diverser Plattformen wie Movember, dass diese Krebsart, nämlich Prostatakrebs, eigentlich totgeschwiegen wird. Er formuliert, polemisch ausgedrückt meine ich damit, gewisse vor allem ältere Herren, die wohl noch mit einem etwas verklärten John Wayne-Männerbild aufgewachsen sind, verbinden immer noch eine Art Entmannung damit, vor allem mit dem sogenannten Prostatektomie, der chirurgischen Entfernung der Prostata, die eben ab einem gewissen fortgeschrittenen Stadium der Krankheit unerlässlich ist. Aber er ist sich ganz, ganz sicher, dass man mit etwas Empathie und Humor diese sehr festgefahrenen und traditionellen Vorbehalte leicht ausräumen kann. Und genau deswegen wird er uns heute Abend die neuesten Erkenntnisse zu Prostatahyperplasien und zu allem, was dazugehört, zur Diagnostik und so weiter vorstellen. Also Fragen wie, wie kann man als Laie erkennen, was nicht stimmen könnte, wie handelt man am besten und ganz allgemein, was soll das überhaupt, warum muss man husten, wenn man eigentlich nur pinkeln will, brauche ich diese Prostata überhaupt, wenn sie mir doch nur Kummer macht. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Alexander Falk, der uns diese Fragen beantworten wird mit seinem Vortrag Das Kamel in mir, 2 Höcker, Sie zu knechten. Denk ich an Blasen, wallende die Nasen, wenn ich eigentlich hab seit einem Jahr leider an der Prostata. Früher war ich dauernd geil, keine Baut war mir zu steil. Ich war wie ein Fisch im Fall, doch das geht jetzt nimmer weit, statt zu wachsen. Good evening, ladies and gentlemen. I would love to welcome you here. Oh, that seems to be it. I will fix that. Wait a moment. That's wrong language settings and. Ah, tete de fall knoppa. Oxen moment, will fix that here. So, jetzt haben wir's. Oh, moderne Technik, kann ich nicht. Nee, ich studiere Medizin in Marburg, die Stadt, die nicht nur ein sautolles Partikelbestrahlungszentrum hat, sondern auch eine Dr. House-Vorlesung, schon seit vielen Jahren.
Genau, und deswegen möchte ich mich heute mit Ihnen über das Thema Prostata unterhalten. Ein Organ, das sicher viele Studierende von Gender Studies ziemlich auf den Keks gehen wird, denn es ist doch ein sehr eindeutiger Unterschied, wer Mann ist und wer Frau ist und dass es da wirklich Unterschiede gibt. Jo, Prostata, was macht die, wofür haben wir sie, wo ist sie, was soll das überhaupt so, macht ja nichts, ich sehe die nie. Also, auf jeden Fall, die liegt genau hier, dieser Bobbel da, die Harnröhre, unschwer erkennbar aus der Harnblase, führt in den Penis durch die Prostata hindurch, sitzt direkt vor dem Rektum, das ist wichtig. Genau. Und was kann die Prostata denn jetzt genau? Sie ist erstmal ungefähr 20 Gramm groß vom Volumen her. Ja, wir Mediziner rechnen Gramm in Volumen. Wer sich das nicht ganz vorstellen kann, ist ungefähr wie so eine Kastanie, bloß ohne die Stacheln, glücklicherweise. Jo, transrektal tastbar, deswegen wichtig mit Rektum. Darauf komme ich auch nochmal mit sehr anschaulichen Bildern zu sprechen. Ich bezeichne sie gerne als den Saucier des Reproduktionstraktes, denn sie stellt etwa 30% dieser Suppe da her, das Ejakulat, wie man fein sagt. Und das ist ein wichtiger Bestandteil, auch wenn es jetzt nicht nach viel aussieht, denn es ist Schutz für die Spermien in der sauren Vagina. Das soll jetzt kein Wortwitz sein, die ist wirklich stocksauer. Liegt bei einem pH-Wert von ungefähr 4 bis 4,5. Die Prostata sorgt dafür, dass unser männliches Ejakulat, ungefähr einen pH von 6 bis 6,5 hat. Und da haben wir ungefähr eine Grenze, also einen Unterschied von 2 pH-Punkten. Da passt, die Dinger überleben. Danke, Prostata. Ja, es wirkt als sozusagen als Kaltstarter-Spray für die Spermien. Da ist nämlich ein Enzym drin, das nennt sich Spermin. Und das macht die richtig munter, die bewegen sich dann schön. Und das kennen Sie ja aus den ganzen Kinderfilmen. Viele Elektrolyte sind drin, Kalium, Calcium, Zink. Zink kennen wir zum Beispiel alle, das ist gesund hier, das gibt es auch in Salbe, ist gut für die Haut, habe ich gehört. Allerdings noch nicht ausprobiert. Und das ist noch drin, das prostataspezifische Antigen, davon haben vielleicht schon einige gehört, kurz abgekürzt das PSA. Der Kollege ist das hier, brauche ich nicht mehr sagen. Sage ich trotzdem noch was dazu. Das ist wichtig, um das sogenannte Samenkoagel zu verflüssigen. Das muss man sich vorstellen, dass der Samen aus dem Hoden hinaufsteigt, und zwar fest, in fester Form als Brocken. Und man hat ja kein Schrotschussgewehr da unten. Das muss irgendwie rein logistisch gesehen in Transportform gebracht werden. Um das zu veranschaulichen, habe ich mal ein Video einfach von hinten nach vorne abgespielt. Hier sehen wir Schlangengift mit Blut vermischt. Das ist so ein richtiger Tropfen. Das kommt jetzt, hups, so, wie ist das denn passiert? Zurück. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, da ist jetzt PSA reingekommen von der Prostata und da ist das PSA, das kommt, ja, egal. Da können Sie sich vorstellen, ist jetzt flüssig und dann können wir loslegen mit der Schweinerei. Und es ist der wichtigste urologische, wichtig, Gewebemarker, nicht Tumormarker. Gewebemarker deswegen, man misst das ja bei Vorsorgeuntersuchungen beim Urologen. Es spricht dafür, ob die Prostata und inwiefern die Prostata aktiv ist und inwiefern sie arbeitet. Genau. Wird natürlich stimuliert durch Testosteron. Was ist jetzt, wenn dieser Wert hoch ist bei einer Vorsorgeuntersuchung? Also vielleicht kennen das einige sogar schon, wenn der Arzt sagt, oioioi, Herr Müller, Ihr PSA ist ein bisschen hoch. Das kann verschiedene Ursachen haben. Das kann schon passieren, wenn man auf die eine oder andere Art Fahrrad fährt, einfach mechanische Belastung ausübt oder durch irgendwelche Unfälle oder sowas. Kann aber natürlich, und das will ich nicht verschweigen, auch durch Masturbation oder Sex erhöht werden. Deswegen Gewebemarker. Die Pumpe pumpt.
So, aber leider halt auch durch diverse Krankheiten, durch Größenwachstum der Prostata. Wenn sie unwillkürlich einfach wächst und wächst, das nennt sich dann, ne? Ja, das war falsch, sorry. Das nennt sich dann Prostatahyperplasie, ob die jetzt gut oder bösartig ist, das findet man nämlich nur so raus, durch die viel gefürchtete, allseits bekannte digitorektale Untersuchung. Digito oder digital in dem Fall steht nicht für nicht analog, sondern Finger, von Digitus der Finger und rektal für rektal, Untersuchung für Untersuchung. Mag niemand, muss leider sein, geht folgendermaßen, also ja, manche nennen sie auch Finger, ja, ist eine sogenannte vorbeugende Untersuchung, wird allerdings, wir haben keine Zeit, wird allerdings heute nunmehr viel mehr in liegender Position vollführt. Genau. So sieht das Ganze dann aus. Der Arzt, also man sieht davon zum Glück nicht viel, der Arzt, der fummelt da ein bisschen rum. Je nach Fingergröße 2 bis 3 Fingerglieder hinein, um dieses Organ da oben zu ertasten, die Prostata. Man ertastet die, weil die hart und derb ist normalerweise. Man nimmt dazu die Steak-Skala her, hier Mittelhand, kennt vielleicht jemand, ist hier Medium Rare. Das ist blutig, medium rare, und man nimmt die Rückhand, das ist well done. So fühlt sich die Prostata an. Genau. Und so kann man schon erste diagnostische Schlüsse auf sogenannte neoplastische Prostataerkrankungen schließen. Neoplastisch ist ein schlaues Wort für, da ist irgendwas und das wächst. So. Das kann jetzt sowohl benigne, sprich gutartig sein. Das betrifft vor allem diese zentrale Zone hier, die Uretra, die Harnröhre, umschließt. Und das ist dann immer witzig, auf öffentlichen Toiletten zu hören, wenn das nämlich jeder hat. Dann heißt es immer, hört ihr die alten Männer husten? Hört ihr? So. Schränkt die Lebensqualität etwas ein. Genau. So sieht das dann aus, es quetscht, es macht einfach dicht. Es ist wie so eine Blutdruckmanschette um die Harnröhre. Und deswegen muss man dann nämlich immer husten, um die sogenannte Bauchpresse zu aktivieren, um den Bauch, um den Magen, also Bauchinnendruck zu erhöhen, um einfach nochmal Druck dahinter zu setzen, dass überhaupt was kommt, wenn man will oder muss. Genau. Es kann allerdings auch leider ein Karzinom sein. Das sieht jetzt hier noch ganz süß und klein aus. Kann aber auch mal richtig hässlich sein. Das betrifft dann die äußeren Zonen der Prostata und ist eigentlich ein richtiger Scheißkerl, muss man sagen. Kommt auch verdammt häufig vor. Ich habe da mal was vorbereitet. Wenn man nämlich, wenn die Grafik anfängt zu laden, wenn man nämlich hier, genau, 6 junge Männer nimmt, die alle, lassen wir mal alt werden, alle die gleichen Bedingungen, alle leben ungefähr denselben Stil und irgendwann sind sie alle mal 100 Jahre alt. 5 davon entwickeln leider diesen Prostatakrebs. Kommt also richtig häufig vor, vor allem im Alter von ab 60 Jahren. Was macht man jetzt dagegen? Das Therapiespektrum, vor dem viele Angst haben, ist unglaublich breit. Das fängt zum Beispiel an mit Zuwarten. Das ist wirklich ein anerkanntes Therapiemittel. Einfach mal gucken, was passiert und schauen, wann man am besten Therapie anwenden kann. Geht über zur Brachytherapie, das ist der nächste Schritt. Da injiziert man quasi kleine radioaktive Nadeln in die Prostata. Ganz viele, die einen ganz geringen Strahlungsradius haben. Und damit will man gezielt den Krebs auslöschen. Des Weiteren Hormontherapien kann man anwenden. Und ich nehme jetzt noch eine Minute, weil das ist wichtig. Ich will nochmal auf den Goldstandard eingehen. Und zwar, wie vorhin schon erwähnt, die radikale Prostatektomie. Das ist das Rausnehmen der Prostata. Hier, Ektomie, kommt von Griechisch, heißt herausschneiden. Prostatektomie, also Prostata rausschneiden. Und radikal, ja gut.
heißt er radikal. Das ist übrigens auch ein gängiges Bild von Chirurgen innerhalb der Mediziner. Da entfernt man nämlich einfach alles, was irgendwie in Verbund mit der Prostata stehen könnte. Die Prostata, anhängende Lymphknoten, Samenblasen, alles. Genau. Wie schütze ich mich davor? Das ist relativ schnell zusammengefasst. Gesunde Lebensweise, gutes Essen, viel Sport, immer schön Kneipptherapie und sowas machen, Blutdruck stimulieren. Die sind auch richtig glücklich dabei. Und natürlich häufige Arztbesuche, und zwar am besten beim Urologen oder Andrologen. Und Sex, fragen sich jetzt manche, weil viele haben schon davon gehört, dass Sex gut, protektiv gegen Prostatakarzinom hilft. Es haben tatsächlich australische Forscher herausgefunden, dass häufige Ejakulation, und zwar im Rahmen von über 21 Mal pro Monat, das Risiko um 37% kürzen können. Interessant finde ich jetzt, dass die Statistik bei verheirateten Männern nicht ganz so gut ausfällt. Genau, jetzt für Sie zum Mitnehmen nach Hause, was soll ich jetzt tun? Es gibt ein paar ganz einfache Tipps, und zwar einfach Tabus verlieren, Tabus brechen. Das ist jetzt kurz mal der Moralapostel. Ne? Sucht euch Jungs, Männer, Leute, sucht euch einen Männerarzt. Wer Angst vor dem Finger im Po hat, der hat sich noch nie Vorstellungen darüber gemacht, was Frauen beim Gynäkologen über sich ergehen lassen müssen. Von wegen starkes Geschlecht und so weiter. Der hat noch nie versucht, nachts die Bettdecke wieder mal auf seine Seite zu rupfen. Genau. Einfach Profi über seine eigene Krankheit werden. Versuchen, auf sich Acht zu geben einfach und dieses Problem nicht verkennen. Nicht aus lauter Stolz einfach ignorieren. Das wäre mir ganz wichtig. Und mein Sieg persönlich heute Abend hier und jetzt wäre, wenn ich vielleicht zwei, drei Menschen ein bisschen berührt habe, ein bisschen zum Umdenken bringe und einfach, vielleicht überlegt sich ja wer, ob er vielleicht doch mal zur Vorsorge geht und sich damit einfach mal befasst. Ja, und hier habe ich noch kurz für die Interessierten eine Quellenangabe. Ja, hier sind ein paar Ältere dabei, aber Dankeschön. Da könnte man noch ergänzen, das habe ich gefunden, es gibt einen sehr aktiven Werbeberater und Autor, der heißt, das ist wirklich echt Karl-Heinz Karius, und der hat Folgendes vorgeschlagen: Im Interesse der Gesundheitsreform könnte aus meiner Sicht bei der Prostata-Untersuchung aus Gründen der Wirtschaftlichkeit auf die zeitraubende einleitende Höflichkeitsformel, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich werde jetzt verzichtet werden. Das dann vielleicht für die Zukunft.